Timo hat einfach nur nach seinem Stream jemanden geradet, also ist mit seinem gesamten Stream, in den sein Stream rübergegangen. Den er einfach völlig blind ausgewählt hatte, weil er gerade AOE gespielt hatte, was wir ja auch immer wieder gerne tun. Und das war halt eben dieser Jack Snow. Und dann haben wir bei dem ein bisschen AOE geguckt, das war auch ganz witzig und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass wir uns da auch so ein bisschen drüber unterhalten hatten dann auch über den Chat und ach ja und AOE und es kann sein, dass wir selber auch gerade AOE gespielt hatten, deswegen auch von einem AOE-Spiel gerade zu ihm rüberkamen. Dann haben wir gesagt, ach, das ist ja lustig, auch und ihr spielt auch und ach toll und ach, da können wir doch mal zusammen und gegeneinander und wie auch immer und ja, zack, zack, bum, bum. So schnell jetzt. Aber ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt. Ich hatte dann auch erzählt, dass wir über den quasi zu diesem Confidence GTA Server gekommen sind und so weiter. Und dass er jetzt im Moment an einem eigenen bastelt, mit dem. Ich habe mich kürzlich mit ihm unterhalten und das kommt jetzt langsam in Schwung mit seinem Server. Und ah, ich habe auch schon so ein bisschen Gedanken und Pläne mit ihm geteilt. Heißt aber nicht, dass das andere dann bei mir einfach aufhört. Also mein Herr Zahn wird ganz normal auf dem anderen Server weiter existieren und da läuft auch immer noch alles erst einmal so weiter wie gehabt. Über halt eben YouTube. Aber da würde ich dann beim Jack Snow, beim Patrick auf dem Server vielleicht dann auch ins Livestreamen gehen direkt. Würde da mit Streamen anfangen und das dann halt immer im Stream machen. GTA RP ist im Moment irgendwie sehr beliebt. Allgemein wird auch gerade viel gemacht. Es ist halt wirklich trendy im Moment. Beim Timo auch immer so ein bisschen ein Grund ist, warum er sowas dann macht. Weil er ist ja nun mal wirklich jemand, der nicht sagt, oh, ich mach das jetzt, weil ich Bock drauf habe, sondern der ist wirklich sehr erfolgsorientiert und der guckt dann halt auch schon vorher mal, also allgemein im Internet in den Trends, was könnte ich denn streamen, was im Moment beliebt ist und gut ankommt. Das ist Timo, das ist halt nicht meins, aber jeder wie er mag. Ich mache halt, was mir Spaß macht und naja gut, das habe ich mir angeguckt und habe festgestellt, das wirkt tatsächlich ganz witzig. Und nur aus diesem Grund mache ich den ganzen Spaß auch mit, weil ich es tatsächlich lustig finde und es auch Spaß macht. Und nicht, weil es momentan in irgendwelchen Twitch oder sonst was für Trends steht. Denn ich scheiße auf Trends. So, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich es gesagt. Meine Damen und Herren. Erstaunen Sie, nicht wahr? Ja, der Gute scheißt auf Trends. Der findet schon, dass er recht daran tut. So, jetzt hier mal so ein bisschen eingefasst, dass da nicht so ein riesen Abgrund ist nebendran. Das wird ja eine ganz witzige Straße, so im Gesamten. Na gut, dann bleib erstmal hier liegen. So, den Baum müssen wir jetzt umhacken. Hier ist schon wieder so eine dämliche Fliege reingekommen, die mir tierisch auf den Sack geht. Aber auch wieder so ein richtig fetter Brummer.
Ich habe bei mir eigentlich jetzt gerade alle Fenster offen, denn jetzt geht's ja los, dass es richtig, richtig warm wird. Die letzten Jahre kam das immer ein bisschen früher. Dieses Jahr ist es mal wieder einigermaßen normal. Jetzt könnte man sich fragen, ob das tatsächlich daran liegt, dass ja der ganze Flugverkehr eingestellt wurde und so und dass sich dann halt auch dann schon das Klima direkt wieder ein bisschen erholt hat, ne? Schon CO2 und so. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, ich muss da ehrlich sagen, ich glaube, das Wetter, so wie es dieses Jahr ist, wäre eventuell sowieso so gewesen. So. Gerade mal, auf welche Ebene ich will. Das ist eine höher als diese. Also es ist diese Ebene. Also es ist. Da bin ich eigentlich schon fast richtig hier. Bin ich ja schon an sich ganz gut hier. Na, da muss ich nämlich jetzt nicht da den Berg hoch und hinten wieder runter. Upsa. So. Dieses Umselfie geht einfach so auf die Nerven. Hallo Schnauze, du Scheißfliege, du. Tausch dich platt, hör mal, da ist vorbei, immer Sumsel de Bromsel, du. Sumsel Bromsel. Ich glaube, den Tunnel würde ich ganz gerne ein wenig ausbauen. Jetzt habe ich verraten, dass es ein Tunnel wird. Spoiler-Alarm! Ja, aber da ich das ja jetzt eben ausgemessen habe da drüben und gemerkt habe, okay, das ist, ziemlich fast die gleichen Ebene, wie wir hier eh schon sind. Mich das vermischt irgendwo keinen Sinn. Bei aller Liebe, ich mag Bäume, aber du bringst mir hier im Moment ziemlich wenig. So, dann grabe ich mich hier nämlich einfach einmal durch. Und Frage ist, wollen wir hier nochmal eine Rampe machen, weil, as I remember, wenn ich das richtig gesehen habe, eine nach oben muss ich noch. Ich ganz gerne mich erst einmal. So ewig groß ist dieser Berg hier nicht. Das ist natürlich gerade wieder dunkel. Hier fehlt im Vergleich zu 7 Days, ganz klar. Die Helmlampe. So, ja, schön, der Wagen ist voll. Die Straßenführung hier ist jetzt ganz witzig. Hier diesen komischen Bogen macht. Aber gut, auf diese Weise kommt man hier drüben halt ganz angenehm hoch. Jetzt hätten wir hier steil hochgemusst, das hätte auch wieder nicht hingehauen. Dann ist die Straßenführung nun mal so. Da haben wir jetzt aber hier schon mal einen Weg, diese ganze Ebene gezogen. Hier kann ich jetzt gerade mal noch nichts sehen. Dann machen wir heute den ganzen Tag der Straßenbau. Straßenbau, blöde Sau. Warum sagst du denn sowas? Oh nee. Ach nee, Karren. Mensch, Annegret.
Ja, das ist leider das Problem an dem großen Wagen. Der gibt's halt dann doch gerne mal vom Vejro, ne? Weil der nämlich nicht sehr viel kleiner ist als der Weg. Gerade hier in der Kurve hier hinten ist es ein bisschen doof. Sind wir gerade irgendwo fest? Da auch noch dunkel ist und man sieht nichts. Ist ganz doof. So. Jetzt aber. Da ist auch gerade richtig fies dunkel geworden. Ich sehe gerade gar nichts im Moment. So, jetzt aber. So. Müssen wir mal gucken, ob in unserem Erdlager noch Platz ist. Natürlich nicht, weil ich da massenweise Sand habe. Ach je, ach je. Blöd. So, das ist ja Bauholz, das muss auch hier hin, das ist okay. Haben wir sehr viel Holz hier. Hat das gereicht? Ich glaube nicht, ne? Das ist aus dem Erdlager genommen, das Zeug. Na gut. So, geht das Feuer aus. Hast kein Holz mehr oder hast keine Lust mehr? Hast keine Lust mehr. Gott, ist genehmigt. So, was habe ich denn jetzt an Holz? Können wir hier noch mal 20 von denen machen? Wir hier. Ey, da braucht aber auch 12 Stück von denen für einen von denen. Das ist eine Verschwendung. Ich weiß nicht, ob das Brettersägen schon als. Ne, das Brettersägen kann man halt auch mit normaler Holzverarbeitung. Das hat nichts mit Bauholz zu tun. Das heißt, ich muss ja diese da machen. Einmal kostet 12. Achso, ja klar, das kostet 23 statt 24. Doch, ist ja schon günstiger. Stimmt schon. Ei, dann. Hast du nochmal 3 mehr? So, jetzt ist er wieder Tag geworden, jetzt sehen wir wieder was. Geht's zurück zur Baustelle. Und dann läuft's. Oh, doch nicht.